Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir ein Full Cover mit etwas Applikationen. Als erstes desinfiziere ich natürlich meiner Freundin die Hände und dann geht es auch schon los. Ich bereite mir die Naturnägel vor, indem ich mit meinem Pro Pusher die Nagelhaut zurückschiebe. Und als zweiten Schritt entferne ich mit meinem Fräser die unsichtbare Nagelhaut und mattiere mir den Nagel schon an. Im nächsten Schritt befeile ich mir die Nägel noch etwas in der Länge, da wir heute aufgrund von der geringen Länge Tipps kleben. Nun kommen wir wieder zu einem, ja, etwas langweiligen Thema, nämlich Tipps aussuchen und Tipps kleben. Aber mittlerweile habe ich das ganz gut raus und ich habe mich auch hier für Tipps mit kurzer Klebefläche entschieden, da die beim Anbringen und Befeilen dann wirklich pflegeleichter zu bearbeiten sind. Sind alle Tipps passend ausgesucht, so klebe ich mir jetzt die Tipps auf. Wie gesagt, ich habe hier Tipps mit kurzer Klebefläche und benutze auch den Tippkleber von Trendnäs. Damit komme ich wirklich sehr gut zurecht, das kann ich immer wieder nur betonen. Er klebt wirklich binnen Sekunden und man braucht den Nagel nicht allzu lang festzuhalten. Ja, und nun geht es auch schon weiter. Ich bringe mir die Länge hier mit dem Tipp-Cutter, also ich bringe mir die Nägel in die passende Länge mit dem Tipp-Cutter und dann werde ich mit einer Feile noch den Übergang befeilen, die Nägel in Form bringen, die passende Länge anfeilen und ja, und den Kunstnagel natürlich noch mattieren. Viele erinnern sich von euch vielleicht an diese weißen French-Tipps, die ich vor einigen Wochen benutzt habe.
wo ja dann doch mehr negative Kommentare gekommen sind. Und genau diese Hände sind das heute wieder. Ich habe mir euren Rat zu Herzen genommen und habe naturfarbene Tipps angewendet und feile auch die Nägel nicht eckig, sondern mehr oval, wie man hier sehen kann. Und ich denke, das passt dann wirklich auch schon besser zu meiner Freundin. Und um eine bessere Haftung zu gewährleisten, trage ich mir hier den Ultraband von Trend Nails auf. Im Anschluss daran kommt die erste Schicht Gel. Ich verwende hier mein Base Gel von Jollyfeen und trage es in einer dünnen Schicht auf und massiere es mir ebenfalls in den Naturnagel ein. Ja, und als nächstes arbeite ich mir den Aufbau. Zuerst trage ich eine dünne Schicht auf und werde mir dann den Aufbau darauf arbeiten. Und zum Aufbau erstellen nehme ich das Hypersensitive UV-Gel zum Modellieren von MPK Nails. Jetzt befeile ich mir den Aufbau. Vorher habe ich natürlich die Schwitzschicht mit einer Zillette und etwas Cleaner abgenommen und im Nachgang werde ich dann die groben Feilspuren durch einen Buffer beseitigen. Da wir heute ein Fullcover arbeiten, entfällt der Schritt mit dem Make-up-Gel und wir können gleich zum Auftragen des Farbgels übergehen. Ich benutze hier ein Farbgel von Jollyfeen, wie ihr sehen könnt. Das deckt schon recht gut, werde es aber trotz alledem in zwei dünnen Schichten auftragen. Als kleinen Blickfang haben wir auf dem Ringfinger etwas klares Glitzergel aufgetragen, das wirklich nur sehr dezent zum Vorschein kommt. Und währenddem ich jetzt schon mit dem Versiegeln anfange, setze ich mir auf einen der Finger noch ein paar Strasssteinchen. Die werden dann mit dem Versiegler umschlossen. Das heißt, ich versiegle ganz normal die Nägel und bei den Strasssteinchen werde ich nur
um die Steine herum versiegeln. Ja, und jetzt kommt auch schon die letzte Schicht. Ich versiegle mir hier die Nägel und benutze dazu wie immer meinen Versiegler von Nail Express, den Seal X. Das ist ein Versiegler, der härtet ohne Schwitzschicht aus, ist sehr kratzfest und hält wirklich sehr lang den Glanz.